Mit ihren knapp 65.000 Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Tollensesee, der Philharmonie samt der Konzertkirche und den vier markanten mittelalterlichen Toren macht sie es nicht nur für die vielen Besucher zu einem attraktiven Ort. Doch was genau ist das Highlight unserer Stadt und warum macht es das Leben hier so lebenswert? Das ist die Marienkirche mit den Konzerten. Es sind erstmal die vier Tore, würde ich sagen. Die sind wirklich sehenswert mit der Stadtmauer. Und dann natürlich für Touristen der Tollensesee, ist ja ganz klar. Es ist wunderschön, wir haben eine wunderschöne Natur, die vier Tore. Ich glaube, die Natur und der See, das ist Neubrandenburg. Der Ring ist natürlich auch schön, hat sich ja viel verändert, ne? Da kann man auch immer schön lang spazieren. Für mich macht viel der Wald aus und der See, also die ganze Umgebung, weil ich hier viel Möglichkeiten habe zum Spazierengehen. Ich fühle mich zu Hause in Neubrandenburg, obwohl ich hier nicht geboren wurde. Wir sind auf alles stolz in unserer Stadt und ganz besonders auf unseren Tollensesee. Das ist besonders schön für uns. Da sind wir sehr gerne. Das grüne Umfeld ist wirklich fantastisch. Ob in allen Himmelsrichtungen kann man sofort, ist man sofort in der Natur. Die Leute, das Umfeld, das ist das, was es macht, ja. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptsache, die die Stadt hier ausmacht. So. Aber ich denke, das haben wir auch in vielen ostdeutschen Städten so, dass man da den Zusammenhalt und so, das ist schon einzigartig hier. Neubrandenburg hat sich nach der Wende mächtig gemausert. Ich finde es schön. Die Menschen hier lieben ihre Stadt. Doch in die vielen Lobeshymnen mischen sich auch Wünsche und Töne der Kritik. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist abends noch ein bisschen mehr Gaststättenkultur, so in dieser Richtung. Es müsste hier mehr los sein, es ist leider ein bisschen zu wenig. Die Innenstadt könnte attraktiver werden. Verkehr in der Innenstadt? Raus, alles raus. Nur die Einwohner drin. Kleine Innenstadt, keine Fußgängerzone. Wenn man in eine Großstadt kommt, da haben sie Meter, Kilometer weit Boulevard. Und hier kriegt man es nicht fertig. Dass es Verbesserungswünsche gibt, ist in einer Stadt mit der Größe von Neubrandenburg ganz normal und gut. Denn dort, wo es keine Wünsche mehr gibt, können auch keine Träume wahr werden.